Moin, Mario hier. Willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Und ja, die Bismarck ist wieder dran. Es kam eine neue Lieferung. Und ja, im Normalfall würde es jetzt weitergehen mit Bauphase 84, Ausgabe 84. Und da bekommen wir die Hauptplatine und ein Stück Halterung. Die bleibt aber noch verschlossen. Warum? Nicht, weil hier ganz viel Kabelitis zu verknoten sind oder so. Nein, deswegen nicht. Das gibt einen anderen Grund. Und ja, wer sich so ein bisschen bei Facebook in den Gruppen aufhält, der wird sicherlich schon etwas mitbekommen haben. Und zwar werden in den Ausgaben 86, 87 wird Artillerie Flax geliefert, quasi. Mal gucken, vielleicht steht das hier drauf, kann man das vielleicht sehen. Zwei schwere Flax kommen in 86 und zwei schwere Flax kommen in 87. Könnte ich ja mal in der 86 schauen, ob das da auch so steht. Jawohl. Und die werden natürlich hier drauf aufgebaut und werden nur eingesteckt. Jetzt sollen die halten von alleine. Also das heißt, sie werden eingesteckt, man könnte sie noch bewegen und sollen dann halten. Das tun sie aber nicht. Jetzt gibt es dafür einen Trick, den zeige ich natürlich erst in der nächsten oder übernächsten Ausgabe. Aber mal gucken, ob ich jetzt auf die Schnelle eine finde. Hier habe ich eine. Und zwar gibt es einen Trick, dass man das Ganze, erstmal brauche ich eine Pinzette, das Ganze mit so einer Schraube, also die wird dann sozusagen, wird die Artillerie nicht reingesteckt, sondern sie wird mit so einer Schraube fixiert, aber trotzdem ist sie dann noch drehbar. Ich nenne diese Schraube, habt ihr ja schon öfter mal gehört, Hütchenschraube. Also solche werde ich dann verwenden. Dieses habe ich mir nicht alleine ausgedacht. Nein, das kommt eben aus der Idee heraus, aus den Foren bei Facebook. Unter anderem dann die Metall-Bismarck-Gruppe. Vielen Dank an... Oder auch von Sammelserie Hachet de Agostini. Die Gruppe, vielen Dank an Markus, Kai, Thorsten und Co., dass ihr, ja, dass einige eigentlich den Fehler gemacht haben und andere dann eben sich was einfallen lassen haben. Ich gebe das natürlich sehr gerne so weiter. Ich habe jetzt Glück im Unglück. Unglück deswegen, weil ich jetzt erst die vier Ausgaben bekommen habe. Und Glück eben, dass ich darauf reagieren kann. Man ist ja nicht beratungsresistent. Nein, im Gegenteil, wenn man gute Tipps hat, dann realisiert man die und gibt die natürlich sehr gerne auch weiter. Und dafür fühle ich mich verantwortlich, eben diese Tipps weiterzugeben. Natürlich kommt das heute noch nicht zustande, dass ich euch das zeigen werde. Das wird dann wohl erst das nächste Mal sein. Aber durch diese Hauptplatine, dass die ganzen Kabelitis angeschlossen wird, werden auch die Aufbauten später nachher, wir könnten das ja hier mal gucken, wird das, ich glaube die, nein, die Aufbauten werden noch nicht, Mensch, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Und zwar werden hier in Bauphase 84, hier könnt ihr das sehen, die Aufbauten auf das Deck fertig geschraubt. Und dann kommt man natürlich, wenn wir wissen, dass hier oben, könnt ihr jetzt gar nicht so weit sehen von da hinten, dass hier oben die schwere Flak raufkommt, dann kommt man da von unten natürlich nicht mehr ran. Und das Ganze nochmal auseinander zu schrauben und so und um dem, ja, dem zuvorzukommen, wird das dann eben so gemacht. Und ich für meinen Teil fand die Idee ganz gut. Es gibt natürlich noch ein paar andere Tricks. Eine
hat dann eben mit Klebstoff gearbeitet, dass man dann auf das Teil, was man einsetzt, was ja eigentlich schwergängig gehen soll, ich weiß es noch gar nicht, ob das bei mir schwergängig geht oder nicht. Aber ich will das ja gar nicht erst herausfinden und dass es nachher zu spät ist. Und deswegen, ja, mache ich das so. Die Ausgabe 84 werde ich dann erst machen, wenn die Ausgabe 87 fertig ist. Danach kommt eben die 84. Wir machen sozusagen einen Zahlendreher. Wir drehen das Ganze um. Für die Bumm. Und um euch, ja, das Ganze zu erklären, habe ich das eben ein bisschen länger gesabbelt, um ja eben zu erklären, warum, wieso und weswegen. Also mit der Verkabelung ruhig noch ein bisschen warten mit der Ausgabe 84. Lieber erst die 85, 86 und 87 verbauen. Das hat auf eine Art, hat das natürlich jetzt einen Nachteil, weil viele das schon fertig haben und sich ein bisschen geärgert haben. Aber es gibt ja noch andere, die die Bismarck bauen, noch andere Länder, zum Beispiel UK, Italien hat jetzt angefangen und ja, wer dann bei mir reinschaut, der soll dann die Hilfe bekommen, also diese Tipps bekommen, diese Tipps und Tricks, die ich natürlich sehr gerne aufsauge und ja, ich weiß nicht, ob ich alleine da drauf gekommen wäre, das weiß ich nicht, gebe ich auch gerne zu, aber ja, wir sind alle eine Community, eine Modellbau-verrückte Community und da hilft man sich gegenseitig. Und ja, Jungs, ich danke euch. So, wir gucken jetzt gleich rein, zeige ich euch die Teile von nahem, gucken rein, was wir bekommen in der Bauphase 85 und dann legen wir mal los und wollen wir mal ein bisschen was basteln, ne? Fangen wir mal an. Jo, wir bekommen einen weiteren Rumpfabschnitt. Oh, hier die Folie ist schon abgefallen, hier war eine Schutzfolie drauf. Bekommen sozusagen einen weiteren Rumpfabschnitt. Linker untere Rumpfabschnitt, also für die Backbordseite. Leider wird hier immer nur von links und rechts gesprochen. Vielleicht hat, naja, gut, jeder weiß nicht unbedingt, was Backbord Steuerbord ist. Wir bekommen 4 Schrauben, AM-Schrauben. Und wir bekommen 2 kleine Metallplatten mit ja, Ätzteilen. Und zwar Details für die Babette Bruno. Weitere Details für die Babette Bruno. Hier bekommen wir sie. Vielleicht könnt ihr das, kann man das so besser sehen. Jawohl. Ja, da gucken wir gleich mal rein nachher, was wir da Schönes bekommen. Als erstes, ich muss natürlich erstmal dick fett umbauen, um ja quasi den Rumpf hierher zu holen, weil wir wollen den Rumpf weiter schrauben. Also einen kleinen Cut. Seht es mir nach. Bis gleich. Ja, das Teil ist für die Backbordseite, sprich hier. Hier bleibt noch eine Öffnung. Das ist hier immer noch dieses Bauteil, also das habe ich nicht vergessen, das wurde noch nicht gefordert, dieses hier einzusetzen. Und ich glaube, das sieht auch so aus, als wenn das nur zum Einsetzen und auch zum Wiederaufnehmen ist, damit man hier später reinschauen kann. So, nun wollen wir das Teil, das neue Außenhautteil natürlich gerne hier aufsetzen, einbauen. Das wird so passieren, also kein Hexenwerk. Eine Schraube hier rein. So, ich habe einen falschen Schrubenträger genommen. Der ist etwas zu groß. Nehmen wir eine Nummer kleiner. Und der bleibt gleich ganz da. Und ihr seht hier, ne, die Außenhautöffnung. Wir nennen das so, weil wenn wir auf Schiffsbaureparatur sind oder auch teilweise beim Neubau wird sowas auch mal gemacht. Wenn wir eine Öffnung reinbrennen, dann ist das dann die Montageöffnung. Warum Montageöffnung? Um spät also was von außen einzuführen, um eben was zu montieren. Und deswegen Montageöffnung, die später nachher wieder geschlossen wird. Und das haben wir hier nachher auch. Das wird dann später hier dann geschlossen. Das Päckchen bleibt natürlich erstmal schön hier drinnen, dass das nicht weg kann. Also das ist
jetzt quasi Bauschritte 1 und 2. Jetzt haben wir schön den Rumpf wieder etwas vergrößert. Ich zeige euch das nochmal von hier. Jawohl. Na, schön wieder eine Sektion angebaut. Es folgt natürlich ein Cut, weil wir als nächstes die beiden Teile machen wollen. Die werde ich jetzt erstmal alleine alle raustrennen. Normal sollte das funktionieren, einfach mit rausdrehen, dass wir gar nicht viel schneiden brauchen. Hat bis jetzt eigentlich immer geklappt. Oder rausknicken. Das machen wir gleich. Und dann kümmern wir uns um den Turm Bruno. Da werden ja dann einige Details noch angebaut. Alle Teile entfernt und auch schon zurechtgebogen, wie quasi die Bauanleitung das angibt. Einige Teile kriegt man schön mit der Hand gebogen und bei einigen Sachen lohnt sich gerne so eine Biegezange, so heißt die auch. Und da kann man dann, ja, gerade solche kleinen Nupsis kann man dann wunderbar biegen. Zu finden auch unter, unten in meiner Videobeschreibung, wo man die, ja, wo man die finden kann quasi. So, die Teile kommen erstmal nochmal beiseite, weil, na, vorsichtig, die bleiben schon an der Hand kleben, weil wir ja jetzt das Aufbaudeck brauchen mit Turm Bruno. Aber wir brauchen nicht nur das ganze Aufbaudeck. Ich hole mal das halbe Schiff hierher. Weil ich will das Deck nicht so transportieren. Nicht, dass ich hier irgendetwas kaputt mache. Ein bisschen Staub wegpusten. Mal einen kleinen Orkan hier gucken lassen. Ja, und dann muss ich natürlich erstmal reinschauen, wo wir anfangen. Turm Bruno ist Imsen hier. So. Das hier ist Turm Bruno. Und dann gucken wir gleich mal, womit wir anfangen. Und zwar mit einer Leiter. Leiter Nummer 1. Das ist die Leiter, wo wir nichts dran gebogen haben. Na, komm mal her hier. Das ist diese hier. Die Problematik ist jetzt, dass ich von dieser Seite arbeiten muss. Von hier, wovon ihr da, wo ihr gar nicht hingucken könnt. Ja, vielleicht sollte ich. Ach, ich, wisst ihr was? Ich versuche mal. Ich guck mal, dass ich die Kameraposition ändere. Und ja, damit wir alle was davon haben. So, genau. Hier haben wir Turm Bruno. Und den ersten Niedergang oder die erste Leiter sollen wir hier anbringen. So, dafür werde ich jetzt mal ein bisschen Sekundenkleber hier auftragen. Das braucht nur hier rein, weil wir da genau die Lasche von der Leiter reinpacken sollen. So, mal gucken, wie ich das hier hinbekomme. Also so an Ort und Stelle bringen war erstmal nicht schwer. Jetzt muss ich natürlich nur noch in eine aufrechte, vernünftige Position. Na, ich nehme das noch mal raus und fädel die mal andersrum ein. Und zwar so. So, dann mal ein bisschen andrücken. Jetzt hat das natürlich den Vorteil, dass nur da ein bisschen Kleber ist, hier und nirgendwo anders. So, die nächste Position, die wir da anbringen, ist Position 4. Da muss ich mal schauen, wie rum das rankommt, und ist auch, glaube ich, schon ein bisschen zu viel gebogen. Die soll nämlich hier ran. Das ist auch noch nicht so richtig zu sehen für euch. Also das ist
Naja, das ist jetzt ein bisschen problematisch. Aha, der kommt da reingesteckt. Das ist gar nicht mal so verkehrt. So, ein bisschen wieder auseinanderbiegen. Und dann werden wir einfach nur hier den Nupsi mit Kleber bestreichen hier. So. Und dann mal gucken, ob wir ihn unfallfrei, da geht das schon los, fällt das schon runter. Kommt schon ein Fussel mit von dem Filz. Das ist dann vielleicht ein bisschen negativ mit dem Filz. So, wenn man das reinsteckt, dann sollte das auch versuchen, gleich da zu bleiben. So. Genau. So, das muss ich mal gucken. Naja, das muss ich noch versuchen, ein bisschen weiter auseinander zu biegen. So. Damit das ein bisschen besser aussieht. Nein, das gefällt mir nicht. Das Ganze nochmal. Und zwar muss das wieder, das muss fast platt. Das sah eigentlich in der Beschreibung anders aus, dass das hätte ein bisschen mehr gebogen werden müssen und so viel braucht das gar nicht. So, nochmal frischen Kleber drauf gemacht und zack, an Ort und Stelle, wunderbar. Der zweite soll auf jeden Fall 90 Grad gebogen werden, das haben wir hier, auch hier. Machen wir nur an diesen Zapfen, der dort reingesteckt wird dahinter. Da ist nämlich ein kleines Loch. Jetzt wissen wir auch, wofür diese kleinen Löcher alle sind. So. Den stecken wir da rein. Jetzt muss der nur noch wachsen. Ja, dauert wohl einen Augenblick. Und dann kann das schon so bleiben. Wenn er von alleine bitte so bleiben würde, weil ich wollte nicht noch mehr Kleber daran schmieren. Da haben wir das Bauteil, ist dann auch dran. Und die Leiter 3, das ist die, die ein bisschen gebogen ist. Jetzt müssen wir mal gucken, die Löcher, die hier angedeutet sind, dann werden wir mal in den Löchern was an Kleber ist ein bisschen reinmachen. Nicht zu viel. Und so, bei dieser Leiter ist jetzt darauf zu achten, dass sie nicht zu viel geknickt ist. Und wir haben hier zwei kleine Nupsis dran. Ja, wo sind wir? Und zwar der am ziemlich weit unten ist, der muss nach oben. So, der eine Nupsi drin, der zweite Nupsi drin, zack. Geschafft. So. Wir können auf dieser Seite noch einmal weitermachen und zwar kommt noch, wie nennen wir das, ein Handlauf. Hole ich den mal vor. Und zwar kommt er hier ran. Wieso verrutscht eigentlich das Deck immer? Und zwar kommt er, ich muss noch einmal schauen. Nee, nicht immer zu, der gehört nicht immer zu runtergefallen. Der kommt hier oben reingesteckt und unten einfach vorbei. Das heißt, noch mal gucken, das ist noch nicht ganz 90 Grad gebogen. Das ist zum Beispiel was, was man mit der Hand, also was man so biegen kann, wofür man nicht unbedingt eine Biegezange bräuchte. Aber auch das ist normal besser. So. Da werden wir jetzt auch hier, machen wir gleich hier Kleber ran. So, dass überall ein bisschen ist. Und dann mit Pinzette erstes Lochtreffer, zweites Lochtreffer versenkt.
Jetzt braucht der Kleber nur noch fest werden. Dann rutscht auch nichts mehr raus. Und siehe da, der Handlauf ist dann auch soweit fertig. Nee, Handlauf kann das doch nicht sein. Das nennt sich Handlauf. Also wie, so groß sind die Jungs hier doch gar nicht, dass das ein Handlauf ist. Jetzt mal ohne Quatsch. Könnt ihr hier diese Tür sehen? Ne? Und das dazu, das ist ja kein Handlauf, das ist ein, das ist der, dass man mit dem Kopf da nicht gegenkommt. So, das nächste. Das sieht so aus, als wenn wir weiter nach, ja, muss ich ein bisschen das Schiff wieder drehen, also quasi Positionsänderung. Und achso, bevor wir das aber machen, wollte ich euch das nochmal zeigen. Wir fahren mal ein Stück weiter vor. Und hier sind nachher die Löcher für die schwere Artillerie, was ich gesagt habe, wo man nachher von unten, also die so halten sollen von alleine. Was ja von den Jungs gezeigt wurde, was nicht an dem ist. Und da werden wir dann später nachher diese kleinen Schrauben, wie ich sie vorhin gerade gezeigt habe, vielleicht so eine oder noch ein bisschen kleiner, muss ich natürlich noch gucken, dann von unten reindrehen. Aber wie gesagt, das ist noch Zukunftsmusik. Das kommt dann in einer späteren Folge. Es folgt ein Cut. Ich drehe die Busy um und wir machen auf der anderen Seite weiter. Als nächstes wollen wir eine Leiter hier anbringen. Ich habe hier und da schon einen Tropfen Kleber ran gemacht, weil die Leiter jetzt hier so vorbeigeschoben wird, dort angebracht wird. So, und da seht ihr den Vorteil vom Sekundenkleber Gel, das dann schon ein bisschen was von alleine hält. Das nächste ist leider eine kleine Problematik. Ich habe gerade einen kleinen Zapfen gesucht hier an diesem Bauteil und ja, der ist noch an dem anderen. Der ist dann sozusagen an der verkehrten Stelle quasi ja, abgebrochen. Also müssen wir uns hier anders helfen. Müssen wir hier dann Sekundenkleber auftragen und dann mal gucken, dass wir das so unfallfrei hier ein bisschen ranbekommen. Ist das jetzt so richtig? Ja. So, zwar kommt das Teil hier so hin. Sieht ein bisschen komisch aus, aber auch so sieht das in der Beschreibung aus. Quasi. Naja, wir könnten noch ein bisschen weiter nach außen schieben. Ne, Sekundenklebergel ist ja kein Sekundenkleber in dem Sinne. Es dauert ja immer einen Augenblick, bis das dann fest ist. So. Gut, haben wir hingekriegt. Jetzt das nächste Bauteil. So, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Ich habe zur verkehrten Seite die Nupsis gebogen. Die versuche ich jetzt natürlich zurückzubiegen. Es kann jetzt natürlich passieren, dass die Nupsis abbrechen. Vielleicht seid ihr dabei, wenn sie abbrechen. Also der erste hat noch geklappt. Der zweite, ich glaube, der hält gerade so. Gut, gerade so ist besser wie gar nicht. So, das Teil kommt auf jeden Fall so rum und wird ja, einmal kommt hier ein bisschen Sekundenkleber hin und einmal da unten. Und da wird das Bauteil dann auch eingesetzt. So, mal gucken, dass das funktioniert hier. Jo, funktioniert nicht ganz so wie erwartet, weil der Nupsi ist dann abgebrochen. Gut, also wirklich aufpassen in der Beschreibung, dass ihr das richtig rum macht.
weil einmal hin und wieder zurück ist ja nicht so vorteilhaft. Gut, nichtsdestotrotz wird der Kleber ja trotzdem jetzt funktionieren. So, ich muss noch mal in die Beschreibung gucken, nicht, dass ich irgendwo was vergessen habe. Nein. So, jetzt müssen wir natürlich nur warten, dass der Kleber abbindet. So, als nächstes haben wir ein Podest. Das soll da durchgesteckt werden, das ist natürlich auch nicht schlecht. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Und zwar ist es dieses. Und dieses soll jetzt, glaube ich, hier drauf abgelegt werden und hier die Position von dem Loch finden. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Das haben sie sich ja gut überlegt. So, dann machen wir hier mal Kleber ran. In der Hoffnung, dass das gleich funktioniert. Und hier machen wir auch mal ein bisschen Kleber rauf. Hier. Dass wir da dann hoffentlich gleich vernünftig treffen. Ich glaube, ich habe das hingekriegt. Ha! So, bitte trocknen. Oh, Moment. Wenn man ein bisschen zittrige Finger hat, ne? So, das nächste Podest soll an der anderen Seite. Und zwar, ach so, einmal hier oben in dieses Loch und einmal da unten. Ja, also ich würde sagen, das wird auf jeden Fall passen. Und wir werden den Kleber gleich mal hier ran machen. Und nee, ins Loch nicht, wir machen hier ran. In der Hoffnung, dass gleich alles gut geht. Manchmal weiß man gar nicht, wie man das anfassen soll mit der Pinzette. Vielleicht gar nicht mit Pinzette. So, einmal oben getroffen, einmal unten getroffen. Einmal mit der sauberen Seite vom Zahnstocher hier mal ein bisschen den überschüssigen Kleber abgemacht. Na, ein bisschen ist dann noch wieder in die Finger gewischt. So, ja, das waren... Ich weiß gar nicht. Habt ihr das noch gesehen hier? Ja, gerade mal so. Ja, das waren dann jetzt die Bauschritte von Ausgabe Bauphase 85. Ja, siehst du wohl, haben wir die 85 auch erledigt. Boah, die Kleinteile haben dann doch das schon ein bisschen in sich gehabt, ne? Ja, nun steht sie da und wartet auf weitere Bauschritte. Wir könnten ja eigentlich, das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, ins Heft hier reingucken. Und zwar geht es hier dieses Mal um die Hut, ein mächtiger Schlachtkreuzer. Ja, der Gegner der Bismarck. Und ja, ich sag mal so, nicht lange durchgehalten. Hier kann man Nieter bei der Arbeit sehen. Bei der Hut. Ja. Hier ist die Hut nochmal in ganzer Pracht. Der Stolz des britischen Empires. Ja, war lange, lange, lange im Dienst. Auf dem Helgen. Schlachtkreuzer während des Baus eingerahmt von riesigen Kranen der Glasgower Werft. In Glasgow gebaut. Also ich sag mal so, das sah bei den Jungs nicht anders aus wie überall woanders auf der Welt auch. Die Hut seeklar für Höchstfahrt während der Erprobungsphase vor der Isla of Aran im Frühjahr 1920. Also sie war schon ein imposantes Schiff. Einige von euch haben ja die Hut von Hachette gebaut.
den Holzbausatz. Ich habe das leider nicht getan und traue dem ein bisschen hinterher. Ja, ist aber so. Und aber wenn man sich überlegt, um einige Jahre älter und ja, hat eben auch ordentlich was gemacht. So, nächster Bauabschnitt sind zwei schwere Flachs, von denen ich die ganze Zeit geredet habe. Also seht ihr, denke ich mal, in der nächsten Ausgabe schon, wie ich gedenke, das anders zu machen. Durch die Tipps von den Modellbauern, die vorher schon dabei waren. Und ja, es kommen zwei schwere Flachs, 10 Lüfter sowie Relings und Leitern. Also eine Menge Kleinteile. Sehen wir nächstes Mal. Vielleicht sollten wir, ich mache mal eine Drehung, in 86 und 87 vielleicht zusammen machen, weil 87 kommen auch zwei schwere Flachs, die beiden Brückennocks und Relings. Da könnte man das vielleicht, mal gucken, vielleicht eine Doppelausgabe machen und dann eben statt der 10 Lüfter nur einen zeigen, statt der 4, 5, 6 Relings. Oder hier, ja, statt der 6 Relings, und hier sind ja noch ein paar mehr, statt der 8 oder 10 Relings nur 2 zeigen, wie auch immer. Müssen wir mal gucken. Und die schwere Flak, wenn man das gesehen hat, wie die einmal zusammengebaut wird und dann eingesetzt wird. Aber das entscheide ich dann, wenn das soweit ist. Das überlege ich mir noch. Auf jeden Fall war es das mit Bauphase 85. Die haben wir nun erledigt. Ja, können wir ad acta legen. Und ja, unsere schöne Metallbusy steht da nun, ne? Auf Backbordseite wieder etwas höher geworden mit einer neuen Sektion. Und Turm Bruno hat ein paar Teile bekommen. Wir harren der Dinge, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr bleibt neugierig. Schaut wieder rein. Und mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi. Und kick mal wieder in. Ja, was habe ich vergessen? Dankeschön zu sagen. Danke fürs Einschalten. Macht's gut. Tschüss, tschüss.